Grüne gegen Schwarzarbeit plus Bürgergeld. Lindner bleibt kompromisslos bei Debatte über Schuldenbremse. Und Ramelow schließt Koalition mit CDU und BSW nicht aus. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 20. Juni. Auch die Grünen wollen den Missbrauch von Sozialleistungen stärker bekämpfen. Schwarzarbeit kostet die Gesellschaft hunderte Milliarden Euro, sagte Fraktionsvize Andreas Autretsch der Rheinischen Post. Unternehmen, die Menschen schwarz beschäftigen, während sie Bürgergeld beziehen, machen sich strafbar. Das muss streng verfolgt werden. Wir müssen das Modell Schwarzarbeit plus Bürgergeld beenden. Bundesfinanzminister Christian Lindner bleibt in der Debatte über die Schuldenbremse und den Haushalt 2025 kompromisslos. Man muss nicht die Schuldenbremse aufheben, sondern muss diese Verteilungspolitik einstellen, sagte er dem Portal The Pioneer. Wir haben kein Einnahmeproblem. Wir werden bald die Marke von 1 Billion Euro Steuereinnahmen pro Jahr überschreiten. Es geht darum, im Haushalt zu verschieben, weg von Konsum und Vergangenheit und hin zu Investition und Zukunft. Wir haben heute in unserer Sendung auf den Punkt die CDU-Politikerin und Generalsekretärin der CDU Berlin Dr. Ottilie Klein zu Gast. Sie hat sich bei uns unter anderem zu den Ergebnissen der Europawahl geäußert. Die ganze Sendung sehen Sie heute Abend um 21.15 Uhr auf TV Berlin. Wenn wir uns jetzt aber mal die gesamten Ergebnisse anschauen, da gibt es schon einige interessante Erkenntnisse. Das eine sehr bedenklich übrigens, dass die AfD so stark abgeschnitten hat. Übrigens auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das müssen wir weiterhin sehr eng beobachten, denn das ist eine neue Partei, die viel verspricht, doch nichts halten musste und auch mit einem ordentlichen Populismus daherkommt. Und dann haben wir die ganz großen Wahlverlierer dieser Europawahl, nämlich die Ampel, also die Bundesregierung. Und wir haben eine Kanzlerpartei, die SPD, die ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 2019 sogar noch mal unterboten hat. Also es gab noch nur einmal in der Geschichte der SPD ein Ergebnis, das war noch schlechter, das war 1887, also vor 137 Jahren. Und ich kann mich noch gut erinnern, 2019 musste eine Vorsitzende, Andrea Nahles, dafür noch Konsequenzen ziehen und ist zurückgetreten. Vor der Landtagswahl in Thüringen hat der Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Dreierkoalition mit der CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht ausgeschlossen. Erst einmal kämpfe ich darum, dass meine Partei am 1. September von den Wählerinnen und Wählern den Auftrag bekommt, die Regierung zu bilden, sagte der linken Politiker der Rheinischen Post und dem Bonner Generalanzeiger. Die einzige Partei, mit der die Linke nicht zusammenarbeiten werde, sei die AfD. Mit allen anderen Parteien werde ich daran arbeiten, zu einer mehrheitsfähigen Regierung zu kommen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Mai 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2% gesunken. Im April 2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -3,3% gelegen. Die Erzeugerpreise blieben im Mai 2024 gegenüber dem Vormonat April 2024 unverändert. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Freitag zeigt sich der Himmel bewölkt, bei einer Tiefsttemperatur von 16 Grad. Am Freitag scheint die Sonne, aber zum Nachmittag hin wird es regnen und abends kommt es zu Gewittern bei einer Höchsttemperatur von 27 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.